back from the dead. Januar 2020 und willkommen zu einer neuen Episode des Rocket League Item Shops. Und ich würde sagen, wir schauen mal direkt rein. Ihr seht schon oben, wir haben neue Featured Items. Zum einen haben wir die Pink Vortex am Start. Richtig nice. Lange nicht mehr gesehen, die Vortex. Pink sieht auch sexy aus, zumindest bei dem Wagen hier. 900 Credits. Sind schon geile Reifen. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Tsunami Beam ist zusätzlich drin in Black. Und ich muss sagen, so Black Trails, Black Boosts sind eigentlich ziemlich nice. Die haben manchmal aber so einen komischen Nebeneffekt noch hier mit diesem Grau-Weiß und so. Trotzdem nice, muss man sagen. Ist schon nicht schlecht. 600 für einen schwarzen Boost. Mal gucken. Was haben wir noch hier? Octane haben wir am Start. Royal Tyrant, ja, ist nicht so nice. 50. Dann haben wir wieder die Dot Matrix für einen Breakout. Wir haben für ein Gizmo was Leckeres dabei für 50. Nicht so nice. Wer fährt den Gizmo? Nice. Takumi Whistle haben wir am Start für 50. Dann haben wir die Troika in Lime. Also die sind natürlich speziell was, ne? Für Leute, die Lime-Sachen sammeln oder generell irgendwie in Lime-Car bauen. 300. Und dann haben wir Lift auf dem Player-Banner am Start, animiert übrigens für 200. Also Highlight hier auf jeden Fall die Vortex. Gucken wir mal nochmal in den E-Sport-Shop rein. Da haben wir TSM drin für den Octane, richtig nice. Kann man sich auf jeden Fall gönnen, ihr seht auch, ich habe mir das schon geholt. Dann für den Dominus haben wir Team Vitality drin. Player-Banner darf natürlich nicht fehlen, von Space Station Gaming ist am Start. Apex sind endlich mal wieder drin, richtig nice. Nicht gepainted, aber so Standardversion von Team Vitality. Kann man sich auf jeden Fall heute ein cooles Auto zusammenbasteln hier mit dem und dem. Und dann Mouseboard ist am Start für den Dominus, für 300. Und die Patchwork von TSM sind am Start, kann man sich auch ein Auto mit zusammenbasteln. Also interessant auf jeden Fall. Highlight würde ich aber ganz klar sagen, geht raus an TSM. Ich feiere das Decal richtig nice. Und hier natürlich an die Vortex in Pink. Könnt ihr gerne mal reinschauen, was euer Highlight ist, was ihr euch gegönnt habt. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Und dann hören wir uns morgen zu einer neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.